Hallo Leute, hier ist Fisson aus Berlin. Heutiges Programm ist, ich koche so eine Nudelsahnesoße. Habe ich bestimmt schon mal gemacht. Diesmal ist es auf Sojabasis, Sojasoßenbasis, mit Champignons und Frühlingszwiebeln und Reisnudeln. Und die Sache ist die, dass ich diesmal die Reisnudeln nicht extra koche, sondern gleich mit in der Pfanne mitkoche. Und da bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Ich mache das nämlich zum ersten Mal. Ja, lasst euch auch überraschen. So, als erstes werde ich einen Teelöffel Olivenöl reinpacken und werde es mit dem Pinsel einstreichen. Und das ist ein bisschen mehr geworden, zurückgepackt. Aber ein Teelöffel Olivenöl sind jetzt in der Pfanne. Ich streiche das einfach mal ein, damit das, was ich anbrate, lecker schmeckt und halt diese Röstaromen hat, aber damit es nicht zu fettig wird. Dann muss ich oder will ich sparen. Außerdem kommt da diese Sojasahne und die hat 9 Gramm pro 100 Milliliter. Und das sind 200, die packe ich da rein und dann wird sowieso ein bisschen fertig. So, jetzt mache ich das Teil hier an. Mein Gasherd. Ich muss mal die Seite nehmen. Okay. Warm werden. So. Erstmal zur Seite. Okay, jetzt kommen erstmal Zwiebeln rein. Ja, ich glaube, das ist. Dieser Gasherd erinnert mich immer total an meine Tante in der Türkei. Die hat ja auch mal ein Gasherd gehabt. Und dieses Gas gibt ja so einen Geruch ab. Und dadurch kommen die Erinnerungen. Obwohl ich das nicht so gut finde mit dem Gas, ehrlich gesagt. Ich fand es mit der Elektrizität besser. Weil irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Ich denke mir, das atmet man doch ein. Also erstmal die Zwiebel. Das waren grüne, also frische Zwiebeln. Hier, mal gezeigt. Frühlingszwiebeln. Machen wir mal manchmal die Worte nicht ein. Frühlingszwiebeln. Ja, schön geröstet. So leicht braun werden. Schalte mich wieder ein. Wenn das stimmt, so, die sind schon etwas brauner geworden und an der Pfanne fängt es auch schon ein bisschen an zu packen. Und hier kommen jetzt die Champignons rein. Und die müssen wir auch noch schön braun werden. Ich hoffe, ihr hört mich. Das klingt ziemlich laut hier. Okay, die Champignons sind auch ziemlich eingegangen. So, ich mache später mal. Hier von dem einfach mal. Schwarzen. Weiße Pfeffer in den Augen. Weißer Pfeffer. Und Salz. Kreuz, dieses Öl. Kräutersalz. Oh, das brennt schon an. Und mache ich hier Petersilie. So. Und dann mache ich
diese Sahne rein. Die Yuzuya-Sahne. So, und da ja die Nudeln mitkochen müssen, mache ich hier, fülle ich das Ganze bis oben hin nochmal mit Wasser auf. Ich glaube, ich lasse es erstmal mit allen Bechern. Ich kann ja nochmal nachfüllen und die Nudeln kochen. Falls die Nudeln mehr Wasser brauchen sollten. Ach ja, übrigens, das sind so Reisnudeln. Glutenfrei Bio-Nudeln. Mit denen habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Dann hole ich die mal. Außerdem ist da nicht so viel anderes gemanscht. So. Fenster mal geschlossen. Okay. Ich glaube, ich muss doch noch ein bisschen mehr Wasser reinmachen. Die Nudeln sind schon ganz schön viel und die haben jetzt schon irgendwie das ganze Wasser eingesaugt. Machen wir noch einen Cup. So. Genau, das ist gut. Ja, und jetzt hoffe ich mal, dass das klappt mit dieser Pfannnudelgeschichte. Wenn es klappen sollte, ist das ja echt toll und easy, hier Nudeln zu kochen. Dass man nicht extra noch einen Topf dafür warm machen. Jo. Und jetzt warten wir ab, bis die gekocht sind. Achso, ich salze nochmal nach. So. Okay. Dann mache ich hier den Deckel zu. Und das kocht von selber. Schauen wir mal, wie es wird. Leute, das ist das Ergebnis. Ja, das ist ganz, ja, passabel geworden, finde ich. Sieht ihr eigentlich was? Ja, jetzt. Ich koste gerade. Die sind total weich geworden, also nicht total, aber genau richtig, al dente. Hätte ich nicht gedacht. Ich muss aber nachwürzen, weil ich musste zweimal mit Wasser auffüllen. Und das ist mir immer auch ein bisschen so aufgeschäumt. Und der Deckel sieht so aus. Ja, man muss schon öfter dabei bleiben und umrühren oder halt einen größeren Topf nehmen. Vielleicht mal versuchen. Aber auf jeden Fall spare ich einen Topf, weil die Nudelkocherei fällt ja weg. Und von der Sache her ist es viel, viel einfacher. Jo, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye, tschüss, miau. Tschüss.